Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch, Hausfriedischen Marsch 2.1. Mal vorweg, schönen Dank schön für alle fürs Reinschauen und weil sie mal gucken, ne? Ja, nur eine andere hat mal Like gegeben, auch schön, super. Das ist ja immer so wichtig für allgemein recht lange schauen und liken oder überhaupt bewerten, um naja, für weitere Vorschläge in Frage zu kommen. Ne? Das ist ja für ein Kanalwachstum enorm wichtig, dass da immer wieder der eine oder andere neu dazukommt und mal mich findet. Ne? Auch ein Dankeschön dafür. Ja, heute machen wir weiter für ja. Wir werden die Kühe versorgen mit Futter, mit Mischfutter und dann nochmal die Schweine, den Rest an Futter. Ich hoffe, der Hänger richtig gekauft, dass sie da nicht. Letzte Folge habe ich einen ausgesucht. Hoffe, dass der passt, reinpasst. Und wenn nicht, dann ist es, naja, blöd. Ne? Dann muss man halt wieder verkaufen. Aber ich will ja sehen, das müsste eigentlich passen normalerweise. Zumindest für Futter. Weil die Halle ist ja so ziemlich tief hier. Ich müsste ja endlich mal wieder mal den Mist wegfahren, aber komme ich dazu. Ah, passt rein, ne? Blocking Weizen ist der fertig. Dann müsst ihr umstellen aufs globale Markt. Machen wir gleich. Blocking Dünger ist auch fertig. Es gibt ja jetzt die automatische Fütterung. Aber ich weiß nicht, ob das hier reinpassen würde. Würde ich erstmal nicht machen. Aber denkt drüber nach, vielleicht passt irgendwann mal. Gibt es da eine Möglichkeit? Eine andere Möglichkeit wäre, den neuen Stall zu nehmen mit 2000 Tieren. Fassungsvermögen. Das ist ein bisschen heftig. Also dann muss ich ganz ehrlich sein, dann machen wir nur Milch. Und nichts anderes mehr, ne? Auch wenn das Melken automatisch geht. Aber 2000 Tiere ist schon eine Hausnummer. Ich denke mal, wir behalten mal die Stelle bei. Maximal 500 Milchkühe. Sag mal so, wir werden ungefähr so um die 400 Kühe behalten in dem einen Stall. Weil damit noch Platz bleibt für Kälber, ne? sonst kriegen wir keine Kälber mehr. Im Stall voll ist er voll. Das war nicht ganz logisch, aber das ist halt so. Wenn mehr Tiere passen, dann nicht rein. Ja, dann 400 Kühe und dann der Rest in einen Stall rein. Vielleicht, ja, was ich noch machen werde, ist überlegt, für die Bullen eigentlich einen Ersatzstall zu schaffen. Aber wiederum müssen ja bald die älteren Kühe ja, zum Metzger, ne? Da muss ich jetzt aufpassen, ich habe den jetzt auch im dritten Jahr jetzt bei. Die Kühe, ich weiß nicht genau, wie alt die Kühe werden. Wie jetzt hießen, ich habe da eben schon mal einer mal gehört, wie das, ich glaube, 8, 6 oder 9 Jahre in den Dreh. Ne? Ist zwar sehr, sehr vage, also. Aber. Ich sag mal, wir haben ja nichts davon, wenn die Kühe uns vom Arsch wegsterben und an Altersschwäche sterben und dann verschwinden. Ne? Das bringt ja nichts, ne? Beziehungsweise. Das ist ungünstig, ne? Mal für Wurst sind die immer noch gut, auch wenn sie leben. Ne? Man muss ja ein bisschen auch so sehen, dass es wirtschaftlich sein muss. Ne? Das ist ja hier im LRS so, dass Tiere halt Nutzen darstellen. Ne? Natürlich behalte ich die Kühe so lange wie möglich, aber irgendwann ist vorbei. Also wie gesagt, unsere Kälber sind ja auch gerade jetzt aber auch nicht dabei, also keine 2 Jahre. Also die Kühe werden gerade so 3 Jahre alt sein. Ne? Also von daher ist noch ein bisschen Zeit. Dieses Jahr jedenfalls nicht. Wenn die ersten Kälber jung kriegen, dann müssen die älteren Kühe bald. Ja, dann ist es soweit, ne? Weil dann sind die, also wenn die Uroma dann eher soweit ist, ne, dann muss sie weg, ne? auf Deutsch, ne? Wenn die Kinder der Kühe Kälber kriegen, dann ist es bald soweit.
in Anführungszeichen. Das war der verkehrte Stall, der war schon fertig. So. Aber dieses Jahr nicht, nächstes Jahr auch nicht. Ich denke mal in zwei, drei Jahren hier. Mal sehen, was wir alles reinkriegen, ob also passt der Platz. Ansonsten müssen wir noch den Rest und den Rest dürfen wir ins Lager kippen. Und dann müssen wir noch Stroh. Stroh muss noch rein. Und irgendwann müssen wir umstallen, ne? Also das muss auch noch gemacht werden irgendwann. Dann mal gucken, wo ich noch alles düngen muss, ne? Das geht ja auch wieder los, ne? Das ist ja auch noch ganz wichtig. Das soll ja auch noch gemacht werden, also gedüngt. Der Rest aussaat, ne? Hoffe, dass das gereicht hat. Boah, kam, wenn das fertig ist. Dann wollte ich Stroh für die Kühe und Schweine. Erstmal Kühe. Strohlager fahren wir gleich rein. Oder wir holen das Stroh aus dem globalen Markt, das geht auch. Da haben wir jetzt so viel Stroh, also 6 Millionen knapp, das kommt da schon zusammen. Na hier, globaler Markt ist ja, wenn ich hier ausnehme, dann geht kein R mehr. Also kann ich keine Kühe Wasser geben, ich kann keine Funktion mit R betätigen. Ich kann auch bei den kann auch dann nicht bei den bei der Produktion eingreifen, ne? Und wieder festgefahren. Ungünstig. Hier zurückgesprungen, ne? Zähl ich raus. Der Absturz. Jetzt mal gucken, ob ich hier rauskomme. So, komisch. Kurz speichern. Das geht. Gas geht auch nicht, Tastatur. Lecken auch nicht. Das ist für mich komisch. Da muss ich kurz mal unterbrechen, ne? Natürlich noch eine andere Möglichkeit. Das geht, okay. Bestimmt eingestiegen mit der durchschnittlichen R-Taste. Mit einem starken Bauern und dann nachher trotzdem eingestiegen, hat sogar geklappt und die Taste vom Werfen war aktiviert, also die rechte. Und jetzt geht's wieder. Gott sei Dank. Jetzt mit den Neustarten sind ja nicht das Problem. Man gespeichert war ja und man fängt wieder von Null an. Aber die ganzen Fahrzeuge, die jetzt irgendwo fahren, gut. Beim Düngen ist nicht kein Problem, da machst du einen normalen Helfer rein. Ne? Mit Pflügen wird blöd, weil der naja, in der Mitte angefangen hat. Ne? Ist ja ungünstig. Anführungszeichen. Ne? Ja, das Stroh von Thüringen. Ne? Ob das im LS 21 auch noch geben wird? Oder 22, wie er heißt?
Das ist ja immer das Problem, dass irgendwann auch mal Modder nicht unbedingt das noch mal weitermachen wollen, ne? Das darfst du ja nicht vergessen. Also irgendwann ist da auch mal jo, die Luft raus, kann man sagen, ne? Das soll es ja auch vorkommen, ne? Ich habe nicht gelesen, dass da eine Kevin von diesen Global Company, der Haupttreibende, keinen Bock mehr hat. Weil wohl irgendjemand so gemotzt hat hier wegen wegen Modklau angeblich. Genauen Sachverhalt weiß ich auch nicht, aber wie gesagt, das kann ich mir bei ihm nicht so vorstellen. Er hat es nicht nötig, ne? Es ging wohl, glaube ich, um einen Honig. Habe ich gelesen bei YouTube hier, bei Komitee von Hirschfeld. Also, ganz ehrlich, Honig gab es schon in LS15, glaube ich, von Giants direkt. Oder 17er jedenfalls, als platzierbares Objekt, kann man sagen. Und das wäre ja in dem Sinne kein Modklau, wenn jemand ein Gebäude errichtet, ne? Also so eine Bienenwabe, kann man sagen, ne? Das ist dann ja, eine Idee, die schon anderweitig da war, ne? Und jeder, der weiß, Mods herstellt, letztendlich, da es ja die Software von Giants ist, gibt die Rechte sowieso ab an Giants. Also Giants kann das verwenden und machen, wie er es will, ne? Dafür gibt es die Software ja gratis, ne? Soweit ich weiß. Zum Modden, ne? Man muss ja nicht übertreiben, was die alle machen, ne? Darf's zugehen. Sonst kommt man nicht raus. Ich meine, meckern und tun, und das ist ja auch. Ja. Man soll immer dran denken, dass das alles gratis ist. Und was gratis ist, dann meckert man nicht. Wenn ich für Geld bezahle und das funktioniert nicht und dann ist vielleicht viel Geld, dann darf ich auch mich beschweren. Aber ansonsten, wenn es gratis ist, dann soll man ruhig sein, ne? Und froh sein, dass es überhaupt sowas gibt, ne? Ich wollte so einen globalen Markt, ne? Ja. Na, wir kippen jetzt nicht ab, ne? Das wäre ein bisschen kontraproduktiv, ne? Der nächste ist fertig. Mal kurz gucken. Also der ist fertig. Die neuen ist noch gehört mir noch nicht. Da ist er gerade bei. Hat er das vergessen? Oder macht er das noch? So, fertig. Fertig. Gut. Fertig. Da muss nochmal und da auch. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil jetzt im Prinzip Wachstum kommen muss, ne? Der kann leichter stehen bleiben, mehr oder weniger. Wenn Dünger reicht. Wir müssen hier gleich mal drehen. Die Kälber brauchen keinen Strom mehr, das ist schon voll gewesen. Ups. Oh. Achso, Strohse da vorne. Und dann geht gleich so ein Schwein hin, bevor ich das vergesse. Dann haben wir es auch schon geschafft. Dann haben wir Tiere Futter und die Tiere haben Wasser. Und ja. Schweine sind sauber. Kühe müssen ja nicht gemacht werden. Wo war der Mar? Bei Thüringen plötzlich die Stall, da muss ich es machen. Ah, da hängt dann zusammen mit Hof 3 und mit dem Mist erzeugen, ne? Da hängt zusammen. Da habe ich eine Datei gewechselt. Laut Forum Empfehlung an der Stelle. Unter dem habe ich da jetzt auch Mist im Stall von demselben Stallprinzip. Aber es ist kein Mist, das ist Silage, aber trotzdem muss er weggemacht werden, ne? Weil Mist oder Dreck, in Anführungszeichen, das beeinflusst ja den Gesundheitszustand der Tiere. Und das ist. Die würden irgendwann sterben.
Das will ja keiner, ne? So, das ist das. Dann können wir den aber hier stehen lassen. Und den Traktor brauche ich trotzdem. So. Dann werden wir jetzt uns einen großen Anhänger nehmen. Und den stellen wir jetzt ein vom globalen Markt. Und zwar für Gerste und fahren uns zum Brauerei. Und dann werden wir den anderen nehmen, der gerade blocking ist mit Weizen. Die stellen wir um auch auf Weizen, aber globaler Markt. So. Ein bisschen dichter rangehen. Ein bisschen darum, wir müssen hier da vorne. Das ist ja da. Ja, genau. Ich war schon richtig gewesen, ne? Ups. Das ist schön bei Autodrive. Du hast einmal einen Kurs eingefahren und dann kannst du den für alles verwenden, ne? Das finde ich ja super. Ich meine, die beiden ergänzen sich perfekt, ne? Also Kursplay ist ja perfekt für die Felder. Da geht der Autodrive nicht. So, Mist und Dings auch alle. So. Ich wollte hier den nutzen für nicht für Hackschnitzel, sondern für Gerste. Gerste. Und der G. Logischerweise weiter oben, ne? Gerste. So. Beladen. Nicht bei Stroh Hackschnitzel, sondern beladen. Hauptlager, Brauerei, Wasser. Hier, Belan, Hauptlager, Belan, globaler Markt Getreide. Also da muss ich mir noch etwas einfallen lassen, das ist nicht so gut. Entladen, Brauerei. Da muss ich mir einen Ordner machen. Also, da ist absolut keine Ahnung von, muss ich mal gucken. Also, Entladen, Abladen, Brauerei, Getreide. Mal ganz kurz gucken. Wir haben das gekauft, ne? Dann ne, ganz kurz entlassen. Dünger reicht nochmal. Das ist dieser LKW, den brauchen wir nicht. Der ist der Helfer gewesen. Das ist jetzt nicht gut, der ist noch nicht fertig, dann noch stehen lassen. Okay, zwei Puma. Das ist unsere Gärreste. Lassen. Immer ausmachen. Suche ich jetzt den anderen Fahrer hier für Weizen. Wo treibt er sich rum? Brauerei bestimmt. So. Kippen wir aus. Und dann ist er voll. Ja, dann ist es blöd. Das ist schlecht. Dann kippen wir das gleich in Anführungszeichen hier in links rein, hier in diese Malzfabrik. Und da stellen wir auch den auf Gerste. Wahnsinn! Kannst du einen Hopfen kaufen. Dann wird er auch Gerste fahren, ne? Erstmal. Den Punkt hat noch nicht angegeben, aber gut, macht ja nichts. Dann ändern wir das ab. Und zwar Gerste, das ist ja mir egal. Und das ist ja früher fertig halt, ne? War da oben gewesen, ne? Gerste und Belan.
fahren wir auf die Hauptstraße, dass ihr einen Punkt auch findet. Der eine fährt schon mal, das ist ganz gut. Und der fährt auch los. Und dann gucken wir gleich mal nach, wie viel wir hier drin haben. Ne? Hier kann nicht viel sein, aber hier nicht so tragisch. Hier ist. Das haben wir noch reichlich. Wasser ist auch noch reichlich. Da ein bisschen drin, also doch ein Karania gekriegt habe. Hier vorne, einmal war ja Gerst, einmal Weizen. Das war ja. Das wird eher nicht gehen, glaube ich. Nee. Also hätten wir globalen Max. Also Abladen geht nicht. Also Malz, genug Wasser auch. Gerst in der 9. Da kann er fahren. Aber jetzt machen wir das über Satur. Geht ja auch. So, Brauerei. Öffnen. Bier fast ist Hopfen. Mehr Geld haben wir ja nicht, ne? Gut. Dann arbeite ich erstmal, das war wichtig. Und jetzt gehen wir mal auf den Hof und schnappen uns den LKW und werden Bier verkaufen. Ne, wir werden nochmal das Nacharbeiten durchführen. Dass das hier die Ecken weg sind. So, schon wieder überzogen. Ist aber hier. Schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss und ciao. Und ja, macht noch einen schönen Resttag. Ne? Und vielleicht sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Folge hier im Untermarsch. Wahrscheinlich mit Bierverkauf. Tschüss.